Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5M Server erstellen Kubikor. Und heute bringe ich euch mal ein kleines Future mit, was ich gefunden habe, was ich natürlich erst nicht gefunden habe, beziehungsweise habe ich es gefunden, aber es hatte nie richtig funktioniert, und jetzt habe ich was gefunden, was auch funktioniert, und das möchte ich mit euch natürlich auch teilen. Und zwar geht es heute um den NPC-Doktor. Ja, erstmal möchte ich mich natürlich bedanken in eigener Hinsicht auf die, beziehungsweise für die 200 plus Abos auf meinem Kanal. Ja, danke, danke, danke. Nächstes Ziel ist natürlich 250. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bei 500 werde ich mir dann natürlich, denke ich mal, auch ein kleines Gewinnspiel einfallen lassen. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich entweder Steam Cards zu gewinnen geben, also Steam Guthaben per Karte, oder halt was anderes. Aber ich denke mal so, dass es auf Steam Guthaben hinausläuft, oder vielleicht, wenn ihr auch, wie gesagt, wenn ihr eigene Server habt, könnt ihr dann auch was gewinnen, beziehungsweise schicke ich euch dann ein Guthaben oder sowas für euren Server, beziehungsweise dass ihr dann auch einen Server mal einen Monat kostenlos habt oder was auch immer. Schauen wir mal, wie man das machen. Also wie gesagt, ich werde euch dann, es gibt einen bestimmten Betrag dann zu gewinnen, ob Steam-Karte oder halt für euren Server. Dann müsst ihr mir halt dann, wenn es für euren Server ist, den Link schicken. Was ihr dafür tun müsst, ist natürlich einfach weiterhin fleißig abonnieren, und dann könnt ihr dabei im Gewinnspiel auch mit teilnehmen. Wie wir das genau noch, wie wir das genau noch planen, ich denke mal, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Liegt an euch, wie schnell wir die 500 Abonnenten voll kriegen natürlich, ne? Und ob wir halt wirklich 500 Leute finden, die das Thema hier weiterhin interessiert. Schauen wir mal. Ja. Gut, kommen wir zu dem Thema NPC-Doktor. Wir sind jetzt zum Beispiel hier, wir lassen uns jetzt mal ich muss mal kurz Admin eingeben, dann gehe ich einfach mal hier auf, oh, kann ich mich nicht selber killen? Da. Bring mich mal schnell um. So. Jetzt liegen wir hier und ja, sind bewusstlos. Jetzt ist die Frage, wenn kein Medic im Dienst ist, ist das natürlich blöd, weil wir verlieren alles, was wir im Inventar haben. Deswegen gibt es die Hilfe, wenn ihr einfach den Textchat öffnet mit T, dann slash help eingibt, dann kommt da vorne jetzt schon ein NPC-Doktor, der euch hilft, wenn er natürlich durch den Verkehr kommt. Ne? Ist halt so die Frage, aber ich glaube, er schafft's. Kann natürlich jetzt in die Hose gehen, dass er über den Haufen gefahren wird, dann heißt es, ich krieg Prügel. Oh, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, der wird über den Haufen gefahren von den NPCs. Ihr müsst halt die NPCs, müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, dass, ne? Ich glaube, er fährt ihn gleich über den Haufen. Oder auch nicht. So, jetzt geht's euch wieder gut, und der NPC-Doktor verschwindet, und sein Auto natürlich auch. So. Und wie ihr auch sehen könnt, wirft keine Fehler, keine Errors drin. Auch in der Lok keine Errors. Funktioniert einwandfrei. Ihr könnt das Ganze natürlich bei mir runterladen. Kein Problem. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für die ganzen Abonnenten. Also wie gesagt, wenn ihr einmal hier bewusstlos seid, ne, müsst ihr einfach nur slash help eingeben, dann kommt ihr in Doktor. Wir können es ja nochmal machen. Das funktioniert eigentlich immer. Admin.
Kill. So, es kostet euch natürlich ein bisschen Geld. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das da steht. Oder ob das, ja, es kostet euch $500. Ich habe das ein bisschen umgestellt, also ich habe es zurückgedreht. Da ist er auch schon. So ist natürlich am optimalsten, wenn er sein Auto direkt in die Fahrbahn stellt, damit die anderen vorbeifahren. Ansonsten belauft ihr halt die Gefahr, dass er, keine Ahnung, überfahren wird oder dass ihr alle beide nochmal überfahren werdet. So, und schon geht es uns besser. Wir sind wieder kerngesund und könnten jetzt weiter unsere RP machen. Ja? Das funktioniert aber nur, wenn auch wirklich kein Medic da ist. Ist ein Medic da, müsst ihr halt ein Signal senden. An die Medics halt, so wie üblich. Und dann kommt halt ein richtiger Roleplay-Charakter und behandelt euch dann halt. Ne? So, wie das sich natürlich in der Wildnis ausübt, ob der dann auch in der Wildnis funktioniert, das kann ich euch gerade gar nicht sagen. Das habe ich gar nicht getestet. Gut, kommen wir zur Installation. Ihr öffnet euren Server mit WinSCP. Also ich nehme WinSCP, weil es ist einfach besser wie FileZilla. Ich komme damit besser klar. Ich ziehe euch hier einmal in den Ressourcen extra Skript. Diesen NPC-Doktor ziehe ich euch einfach mal raus. Den bekommt ihr gepackt. Den könnt ihr dann auch runterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann braucht ihr ihn bloß einfügen. Wie ihr ihn einfügt, naja, entweder ihr habt... Also eigentlich braucht ihr den bloß hier in QB reinschieben. Der funktioniert halt auch hier drin. Ja. Wenn ihr einen extra Ordner habt, schiebt das in einen extra Ordner und macht halt einen extra, wie soll ich sagen, einen extra Befehl, dass dieser Ordner extra auch geladen wird in der Server CFG. Ja. Hier müsst ihr dann den Ordner eintragen, falls ihr das einen extra Ordner habt. Ja. Ansonsten einfach in die QB reinziehen, also Resources, QB da reinschmeißen, funktioniert auch. Ich habe es aber so, weil ich habe es übersichtlicher, wenn ich mein Update ziehen möchte, was das QB Core Framework angeht, ja, dann brauche ich bloß diese Ordner hier, diese Standarddinge ersetzen und ich habe alles separat in einzelnen Ordnern. Das heißt, ich kann Max, ich kann praktisch das Framework von Kobe Core kann ich einfach runterladen, kann es draufschmeißen und es ist fertig. Ja, ich brauche da bloß ein paar Ordner zu ersetzen. So. Und dann lade ich halt meine ganzen Sachen wieder hoch und dann habe ich halt ein komplettes Update. Ist natürlich logisch, wenn ihr jetzt noch, also ich habe jetzt an meinem Kobe Framework halt keinerlei Übersetzungen gemacht bis jetzt, weil ich ja geupdatet habe und immer, wenn man ein Update macht, braucht man natürlich auch seine alten Daten wieder im Biobo. Und das habe ich jetzt erstmal gelassen, weil ich wahrscheinlich erstmal noch 1, 2, 3 Updates ziehe, was das Kubico Framework angeht. Und dann werde ich mich mal an die Übersetzung wieder ranmachen und dann, man muss sich halt entscheiden, welche Version nimmt man, um komplett durchzuziehen, ja. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen da lassen. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Danke erstmal, wie gesagt, für die 200 plus Abonnenten. Ich glaube, es sind 211 oder sowas. Auf jeden Fall danke für die 200 und plus Abonnenten. Und danke für die ganzen Videoaufrufe. Es ist krass, wie der Kanal so nach oben geht, sage ich jetzt mal. Sei es von den Abonnenten her, sei es von den Aufrufen her, finde ich schon spitze. Und ich denke mal, wir können vielleicht in naher Zukunft auch mehr Videos bringen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir auch jeden Tag mal irgendwann ein Video machen. Aber derzeit lassen wir es mal so bei 3 Videos in der Woche. Mal gucken. Ja, also zu dem Thema zumindest. Ja, es kommen ja auch zwischendrin mal ein paar Livestreams und sowas. Ne? Gut,
Ich will euch gar nicht länger aufhalten. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ja? Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Oktoberfest, beziehungsweise Bürgerfest oder was auch immer, wie bei euch das heißt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video am Mittwoch. Ja? Gut, bis dahin. Tschüssi, euer Sachsen-Gamer 87.